Ende September 2020 gab es eine besondere Aktion am Magdeburger Dom. Stefan Haberkorn nutzte sowohl das Kirchenschiff als auch die Türme des Bauwerks als Leinwand für Projektionen. Zuvor wurde die Kathedrale ausgemessen und die Animationen, teilweise auch mit geschichtlichem Bezug, entstanden am Computer. Rund ein Jahr später gab es dann die zweite Ausgabe, diesmal nur an den beiden Türmen. Hier gab es nach den zuvor bereits erstellten Grafiken aber noch eine live eingespielte Kunsteinlage von Haberkorn selbst. Magdeburg in Light, so der Name dieser Veranstaltungsreihe, ist dabei eigentlich Teil der Domfestspiele und sollte in 2022 nun zum ersten Mal auch während dieser im Mai stattfinden. Mit zwei Vorstellungen am vergangenen Freitag und Samstag. Alle guten Dinge sind ja eigentlich drei, nur stimmte das in diesem Jahr vielleicht nicht so ganz, denn das Wetter hatte andere Pläne am vergangenen Freitag. Ja, richtig, aber das ist nun mal so, Unwetter, das sind so Sachen, die muss man mit einkalkulieren. Und wenn es dann so ist, dass so schlechtes Wetter ist, dass man Angst ums Leben haben muss, dann wollen wir ja nicht irgendwie verantwortlich sein, wenn sich jemand verletzt oder so. Das heißt, es war klar, dass wir es dann abblasen müssen. War natürlich schade, weil wir nur zwei Vorführungen haben, aber ja, ist okay, kann man mit leben. Dadurch, dass es ja heute schon stattfinden wird, ist es für mich okay. Die Technik wurde zuvor gut gesichert und ein schweres Unwetter blieb Magdeburg am Ende auch erspart. Somit alles bereit für die Show am Samstag. Die Tickets vom Freitag behielten ihre Gültigkeit, doch die Kapazitäten waren in diesem Jahr etwas strenger begrenzt, aufgrund von Kopfhörern. Wegen Corona fand das Event im letzten Jahr erst im September statt, mit dem großen Vorteil, dass es deutlich früher dunkel wurde. Nun wurde während der Festspiele auf den Dom projiziert, deshalb allerdings schon im Mai. Erst um 23 Uhr war es dunkel genug für die Beamer, damit befand man sich eben auch schon im Bereich der Nachtruhe. Deshalb wurden nun Kopfhörer an die Gäste verteilt und es gab vor und nach der Vorstellung eine Silent Disco, zu Deutsch eine stille Disco. Naja, Silent Disco ist nichts anderes als eine Box, nur als Kopfhörer. Das heißt, ich mache den Ton und gebe den Ton jetzt an Silent Disco weiter und die Leute hören quasi das, was sie vorher aus den Boxen gehört haben. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir hier rechts und links vom Dom große Boxen gehabt, die den Sound gemacht haben. Vorher Disco, wir haben DJs da, die dann auflegen und man kann in drei Kanälen wählen, was man dann hören möchte. Ja, ganz verschiedene Styles und Musikrichtungen. Und wenn ich dann dran bin, schalte ich um und dann läuft meine Musik ab. Also konnte man, bevor der Dom zur Leinwand wurde, noch etwas tanzen und mitsingen. Die anderen hören es dank der Kopfhörer ja sowieso nicht. Drei DJs gab es, die verschiedene Genres bedienten. Per Knopfdruck konnte man den Kanal wechseln. Und welche Musik man gerade hörte, war an der Farbe der Kopfhörer zu erkennen. Doch nicht nur die Kopfhörer waren neu, auch auf dem Dom sollte es Neues zu sehen geben. Hab einen kleinen historischen Part gemacht, bin aber viel langsamer geworden, habe sehr atmosphärische Bereiche gewählt und habe mich auch dieses Jahr ganz stark mit AI-Berechnungen darüber gekümmert und Sachen entwickelt. Das ist Artificial Intelligence, also wir haben Bilder benutzt, um Animationen zu berechnen auf dem Dom. Das kann man ja machen, das kennt vielleicht der eine oder andere aus den sozialen Medien, dass man mit künstlicher Intelligenz Animationen berechnen kann. Und das haben wir dann hier jetzt umgesetzt, das ist dieses Jahr sozusagen das Besondere. Damit wäre alles Wichtige für die Show geklärt, doch bevor es losgehen konnte, musste es erst noch so richtig dunkel werden. Kurz vor 23 Uhr und der Platz vor dem Dom hatte sich gut gefüllt. Die Menschen tanzten noch ausgelassen zur Musik der DJs, sangen mit und genossen das gute Wetter. Pünktlich um 11 wurde dann noch die letzte Lampe ausgeschaltet und die Projektionen konnten losgehen. Beim Publikum kam die Show offenbar sehr gut an und auch der Künstler war mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Lief wunderbar, hat alles geklappt.
Gab einen kleinen Audiofehler oben, das kam aber durch meine eigenen Earpods, die ich drin hatte, weil ich noch mit jemandem telefonieren musste hier fürs Go. Aber ja, im Grunde absolut perfekt gelaufen. Beim ersten Anlauf alles funktioniert, die Technik sofort funktioniert. Das ist immer so ein bisschen gruselig, wenn das passiert, weil normalerweise geht immer irgendwas schief. Aber nein, es hat alles perfekt funktioniert. Ich bin sehr zufrieden, kam gut an. Und ja, ich habe selber ein bisschen mitgefeiert, so muss es sein, glaube ich. Wenn man noch einmal gerne eine Show von Stefan Haberkorn sehen möchte, muss man in nächster Zeit raus aus der Landeshauptstadt. So gibt es von ihm im Juni eine Show in Quedlinburg zum Beispiel zu sehen. So dieses Jahr in Magdeburg würde es vielleicht noch mit ein bisschen Glück am Jahresende eine kleine Beamer-Show auf den Jahrtausendturm geben. Das ist aber noch nicht so richtig in Stein gemeißelt, da weiß ich noch nicht, ob das kommt. Der Plan für Magdeburg Inlight ist jetzt in den Innenraum reinzugehen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich werde das alles in die Richtung treiben und dann halt eine richtig schöne Innenraumshow im Magdeburger Dom zu machen. Beispielsweise zu Orgelmusik von mir aus, aber auch zusammen mit irgendeinem Musiker. Mal schauen, das wäre echt schön, wenn das klappt. Kaum war die eigentliche Show vorbei, ging es weiter mit der Silent Disco. So wirklich leise war diese durch das Mitsingen vielleicht auch nicht, aber die Gäste hatten definitiv Spaß, die Projektionen zu sehen und wieder gemeinsam tanzen zu können.